Siegbert Schnösel vom Siegbert Schnösel, mein Bert Schnösel! Oh Gott, es macht alles Sinn. Sie sind nicht nur Klassenkameraden gewesen. Sie haben damals gedatet. Hi! Willkommen zu einem neuen Hiegel-Video. Draußen im Wald. Weil es sich so oft gewünscht wurde. Leute, ihr seid durchgedreht. Ihr wollt unbedingt Videos im Wald. Das könnte ich jetzt so stehen lassen. Aber die Wahrheit ist, ich nehme draußen im Wald auf, weil ich obdachlos bin. Ich habe zurzeit keine Bleibe. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal wieder draußen ein Video, wie früher. Aber keine Sorge, Leute. Ich habe hier meine Notizen. Ich bin ja ein professioneller YouTuber. Heute geht es um eine SpongeBob-Theorie. Tatsächlich werden 5 Theorien kommen, Leute. Die sind alle richtig nice, also unbedingt den Kanal abonnieren, damit ihr jede Theorie hier auch nicht verpasst. Und diese Theorie ist richtig gut, die ist von einem amerikanischen YouTuber. Ich mache das hier sozusagen übersetzt auf Deutsch für euch. Und wir wissen ja, Leute, SpongeBob ist eine coole Serie. Da gibt es eine Menge Anspielungen, versteckte Hinweise, Charaktere tauchen plötzlich wieder auf. Und die Charaktere in Bikini Bottom sind generell alle sehr tiefgründig und sind alle sehr schlau und gut durchdacht. Und heute geht es um Siegbert Schnösel. Dieser Charakter ist sehr nice. Und der hat ja alles erreicht, was Thaddäus immer erreichen wollte. Aber Leute, in diesem Video werden wir beweisen, dass er ein Betrüger ist und ein Lügner, denn er faked die ganzen Szenarien. Wir fangen leicht an und steigern uns immer mehr und am Ende wird es wirklich richtig krass. Fangen wir einfach an, let's fucking go! Hinweis Nummer 1, warum Siegbert Schnösel alle Szenarien faked, um Thaddäus zu demütigen und fertig zu machen. Die Tierklinik. Es gibt eine Episode, wo Thaddäus hier Klarinette spielt. Auf einmal klingelt es an der Tür, er macht auf und der Fischarzt aus Bikini Bottom ist da. Yeah, we're with the pet hospital down the street and I understand you have a dying animal on the premises. Er sagt, hey, es klingt hier so, als wenn ein Tier stirbt und dass sie angeblich vom Hospital down the street sind. Direkt danach klingelt das Telefon und Siegbert Schnösel geht ran. Hello. Sounds as though you've got a dying animal to attend to, hey, old chum. Er hat also Thaddäus beobachtet und danach direkt angerufen und den Arzt engagiert, um Thaddäus hier zu demütigen. We're with the pet hospital down the street. Pet hospital down the street. Pet hospital down the street. Das klingt auch irgendwie alles sehr ausgedacht. Und Leute, es gibt gar kein Pet hospital down the street. Leute, in Bikini Bottom gibt es keine Tierklinik. Es gibt nur dieses eine Krankenhaus und aus diesem Krankenhaus ist dieser Arzt. Den kennen wir auch aus anderen Episoden. Siegbert Schnösel hat also diesen Arzt hier beauftragt, da zu klingeln, um Thaddäus fertig zu machen. Auch dieser Assistenzarzt hier im Hintergrund, den kennt man auch aus dem Krankenhaus. Kommen wir zu Hinweis Nummer 2, der Bubble Bowl. Der Bubble Bowl ist eine Anspielung auf den Super Bowl. Das ist die Episode, wo SpongeBob und die anderen aus Bikini Bottom ein Konzert halten. Richtig legendäre Episode. Siegbert Schnösel sagt hier, er habe eine eigene Band, die er leitet und dass er auf dem Bubble Bowl spielen soll. Er hat nur leider keine Zeit, um dort aufzutreten, deswegen soll stattdessen Thaddäus an seine Rolle springen. I'm the leader of a big fancy band now, and we're supposed to play the Bubble Bowl next week. Allerdings haben wir Siegbert Schnösels Band nie gesehen und am Ende taucht er trotzdem zur Bubble Bowl auf, obwohl er ja meinte, er hat keine Zeit. Das Problem ist nur, dass ich nächste Woche überhaupt keine Zeit habe. Hat er also wieder gelogen? Hat er wieder ein Szenario gefaked, um Thaddäus dort bloßzustellen und er kommt am Ende, um ihn auszulachen? Hinweis Nummer 3. Siegbert Schnösels Freunde. Es gibt hier eine Episode, wo Siegbert Schnösel mit seinen Freunden spazieren geht und dann Thaddäus auslacht, weil er ein Kassierer ist. Nicht ausplaudern! Du bist ein Kassierer! Nicht lügen, lügen macht's nur noch schlimmer. Dieses Szenario wurde von Siegbert Schnösel genauso geplant wie die anderen. Denn achtet mal auf seine Freunde. Sie sehen alle gut gekleidet aus, aber das ist nicht die High Society, mit der Siegbert Schnösel normalerweise abhängen sollte, von Bikini Bottom. Denn die High Society sieht so aus. Das hier sind normale Fische, die man von anderen Episoden kennt. Und einige wissen sogar, dass Thaddäus in der Kostenkrabbe arbeitet und Kassierer ist. Das sind also ganz normale Bürger von Bikini Bottom, die von Siegbert Schnösel angeheuert wurden, um Thaddäus mal wieder fertig zu machen. Ich meine,
Da ist sogar eine Freundin von Perla dabei. Und warum sollte Siegbert Schnösel mit einer Freundin von Perla abhängen? Wobei. Es gibt noch eine Episode, wo Siegbert Schnösel ein Szenario geplant hat, um Thaddäus fertig zu machen. Denn hier möchte Thaddäus Bikini Bottom sauber machen und macht Müll weg. Siegbert Schnösel kommt und sagt, hey, ich habe hier sogar eine Statue von mir, weil ich so viel Müll weggemacht habe. Wird dir sicher bald ein Denkmal gesetzt. Ach übrigens, das ist ja kürzlich erst passiert. Und zwar mir. Ich habe ganz Bikini Bottom sauber gemacht und das in nur einer Woche. Und direkt danach sieht man, wie ein Fisch die Statue anhimmelt. Wir danken dir, Siegbert Schnösel. Wir danken dir. Achtet jetzt mal ganz genau auf den Fisch. Das ist eine von Siegbert Schnösels angeheuerten Freunden. Das Timing ist auch viel zu perfekt. Direkt danach, angeblich, ist sie da und himmelt die Statue an. Und der ultimative Beweis, warum das gefaked ist, am Ende der Episode geht die Statue kaputt und ein Polizeifisch gibt Siegbert hier eine Strafe. This is your statue. It was. Er gibt sogar zu, dass es seine eigene Statue ist und nicht die der Stadt. Sonst würde er ja auch keinen Strafzettel bekommen. Er hat also mit seinem ganzen Geld eine Statue von sich anfertigen lassen, sie dort illegal aufgestellt, einen Fisch angeheuert, der die Statue anhimmelt und das alles nur, um Thaddäus fertig zu machen und zu zeigen, wie krass er doch ist. Er ist aber eigentlich gar nicht krasser als er. Er ist wahrscheinlich genauso schlecht wie Thaddäus. Er möchte das nur so darstellen, denn hier in Hinweis Nummer 5 sieht man ein Klarinettenkonzert von Siegbert Schnösel. Alle geben hier Standing Ovation, obwohl Siegbert nicht mehr die Klarinette angerührt hat. Dieser Fisch gibt das sogar hier zu. He's such a great musician. He doesn't even have to touch an instrument to be brilliant. Das alles nur, um Thaddäus ranzukriegen. Aber was er jetzt macht, ist wirklich das Heftigste. Oh mein Gott. In derselben Episode geht nämlich Thaddäus dann wütend aus der Konzerthalle und so ein Fisch spricht ihn an. Sie ist angeblich die Ministerin der Musikschule von Bikini Bottom. Sie verwechselt ihn mit Siegbert Schnösel. Aren't you the esteemed Squilliam Fancyson III, who we all came here to see perform tonight? Und bietet ihm eine Position, also einen Job als Musiklehrer an. I'm Squilliam Fancyson. But didn't you just say a minute ago that your name was Squidward Q Tentacles? Thaddäus springt natürlich drauf an, weil das ja schon immer sein Traum gewesen ist. Gibt sich also als Siegbert Schnösel aus. Am Ende stürmt dann die Polizei den Unterricht und verhaftet Thaddäus. Und das alles live auf TV. Und all das ist von Siegbert Schnösel geplant worden, um Thaddäus hier mal wieder richtig fertig zu machen. Denn es ist schon verdächtig, dass diese Ministerin direkt da auf ihn zugeht. Und hört euch mal diese Konversation an. That's a relief. I mean, what kind of a moron would go to their worst enemy's music recital? Welcher Idiot würde seinem worst enemy, also seinem schlimmsten Gegner, seinem schlimmsten Feind, bei einem Konzert zuschauen? Woher weiß sie, dass Thaddäus und Siegbert Schnösel Gegner oder Feinde sind? Es sei denn, sie weiß, dass das Thaddäus ist und sie ist von Siegbert Schnösel angeheuert worden. Siegbert wusste auch ganz genau, dass Thaddäus sich das nicht entgehen lassen wird und dass er zusagen wird. Und noch ein Indiz ist hier diese Musikschule, wo Thaddäus hier Unterricht gibt. Schaut sie euch mal ganz genau an. Das ist keine richtige Schule, Leute. So sehen die Schulen in Bikini Bottom aus. Das hier ist einfach nur eine Lagerhalle, die Siegbert Schnösel gemietet hat, um Thaddäus fertig zu machen. Auch das Timing, das, wo die Polizei hier reinstürmt, mit Siegbert Schnösel und dem Live-TV und dieser Lehrerin, Ministerin. What the fuck, was ist das für ein Timing? Und schaut euch das hier mal an. Squidward Q Tentacles, I'm placing you under arrest for impersonating a genius. Thaddäus Tentakel, sie werden festgenommen, weil sie ein Genie nachimitieren. Ein Genie? Welcher Polizist sagt sowas? Es sei denn... What the fuck? Dieser Polizist arbeitet für Siegbert Schnösel. Das ist einer seiner Freunde. Er hat sogar die fucking Polizei angeheuert, um Thaddäus fertig zu machen. Jetzt kommt das Krasseste. Warum macht Siegbert Schnösel das Ganze? Warum zum Teufel sollte jemand so weit gehen, um einen alten Klassenkameraden fertig zu machen? Was zur Hölle ist dazwischen denen vorgefallen, dass sie sich so bekriegen und so hassen? Wie ist die Vergangenheit von Siegbert Schnösel und Thaddäus? Schauen wir uns mal diese Stelle hier an. In dieser Episode möchte Thaddäus duschen gehen. Aber what the fuck ist das für ein Mantel? Das ist der Mantel von Siegbert Schnösel, das ist nicht der Mantel, den Thaddäus sonst immer trägt. Das ist ein versteckter Hinweis. Aber warum? Oh Gott. Es macht alles Sinn. Sie sind nicht nur Klassenkameraden gewesen. Sie haben damals gedatet. Be intimidated, Squidward. Try to imagine him in his underwear. Oh no, he's hot!
Das war die ganze Zeit vor unserer Nase. I mean, what kind of a moron would go to their worst enemy's music recital? Our sources last saw evil harassing teenagers up at Makeout Reef. Ah, Makeout Reef. Good time. Good time. Voted most likely to some gigs in high school. Holy shit! Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn es kommen noch andere richtig krasse Theorien. Das war die harmloseste. Die nächsten werden wirklich heftig nice. Also Leute, bis zum nächsten Video. Peace. Oh nein, die Kamera.